Lieben, ich bin Melanie Josephine, ich bin die Autorin von Rock Your Au-pair Year, der ultimative Ratgeber für Au-pairs. Und heute möchte ich gerne mit euch darüber reden, was ihr nicht im Interview sagen solltet mit der Gastfamilie. Und zwar gibt es dieses Video auch schon auf Englisch, das habe ich mal vor einiger Zeit hochgeladen. Und das Video ist so super angekommen, dass ich mir dachte, ich mache das Video jetzt mal auf Deutsch und eine neue Version davon, weil es schon lange her ist eben. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß und ich hoffe, ihr lasst mir viele Kommentare da und sagt mir, wie es euch gefallen hat und was für Tipps ihr noch so habt. Denn daran habe ich ein großes Interesse. Ja, erster Punkt. Der erste Punkt ist, du solltest auf jeden Fall sehr gut vorbereitet in dieses Interview hineingehen und nicht total schlecht vorbereitet. Und wenn ich sage gut vorbereitet, heißt das nicht, dass du stundenlang die Gastfamilie researchen musst und dass du wirklich irgendwie den ganzen Tag nichts anderes gemacht hast und dich total verrückt machst, weil das sollst du natürlich auch nicht. Aber was du tun solltest, du solltest dir auf jeden Fall das Profil von der Familie durchlesen. Du solltest einigermaßen wissen, ja, alles, was so in dem Profil steht. Und du solltest dir überlegen, was für Fragen du stellen kannst, die nicht in dem Profil beantwortet sind, beziehungsweise die in dem Profil so ein bisschen unklar sind. Denn wenn du jetzt in das Interview gehst und ganz viele Fragen stellst, die schon im Profil beantwortet sind, dann könnte die Familie den Eindruck bekommen, dass du, ja, erstens, dass du dich nicht richtig vorbereitet hast und zweitens, dass du vielleicht gar nicht so ein richtiges Interesse an der Familie hast, was du ja hast, sonst würdest du ja dieses Interview nicht führen. Der zweite Punkt ist, dass du im Interview nicht als fordernd und unflexibel rüberkommen solltest. Was meine ich damit? Also, wenn du in dieses Interview startest und du wirst wahrscheinlich ein bisschen nervös sein, was total normal ist. Was ich immer ganz toll fand, das haben wirklich fast alle Familien, mit denen ich im Interview gesprochen habe, gemacht, dass die meistens erstmal so von sich aus erzählt haben, ja, wieso deren Tagesablauf ist, was ich so über die Familie wissen sollte. Und auf diesem Weg konnte ich mir das einfach erstmal anhören, so ein bisschen Notizen machen und ja, dann am Ende meine Fragen stellen. Aber wenn du jetzt so von Anfang an irgendwie sagst, ja, wie ist das dann eigentlich mit dem Auto oder ich will auf jeden Fall Freunde einladen, das bedeutet jetzt nicht, dass diese Sachen komplett unwichtig sind, aber das bedeutet, dass wenn du das von vornherein machst, also von vornherein so Forderungen stellst, die jetzt gar nicht so wirklich was mit der Familie zu tun haben, dann kommst du vielleicht so rüber, als wenn du unflexibel bist, als wenn du fordernd bist, als wenn du dich gar nicht so richtig für die Familie interessierst, sondern als wenn du nur an dich denkst. Diese Fragen, die so damit zu tun haben, ob du Freunde da haben kannst oder ob dein Freund zu Besuch kommen kann und so weiter und so fort. Das sind eher so die Fragen, die stellst du ganz am Ende, wenn du schon so gut wie alles über die Familie weißt, wenn ihr euch wirklich sehr gut kennengelernt habt und wenn die Familie schon einen wirklich guten Eindruck von dir bekommen hat. Weil wenn das so die ersten Fragen sind, so Forderungen, oder wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, das, das und das will ich auf jeden Fall nicht machen, das wollte ich schon mal von vornherein klarstellen, dann kommt das einfach nicht so gut rüber. Genau. Und der letzte Punkt ist, deine Bewerbung sollte nicht unstimmig oder widersprüchlich klingen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass das, was in deiner Bewerbung steht, sollte auch wirklich das sein, was du dann im Interview reflektierst. Also du solltest zum Beispiel jetzt nicht in der Bewerbung stehen haben,
dass du mit allen Altersgruppen Erfahrung hast und dann aber im Interview sagst du, dass du nur mit einer bestimmten Altersgruppe Erfahrung hast. Das sollte wirklich übereinstimmen. Und wenn zwischen dem Zeitpunkt, wo du die Bewerbung oder das Profil schreibst und dem Interview sich irgendwas ändert, dann solltest du das auch in deiner Bewerbung ändern. Genau, weil es ist einfach so unglaublich wichtig, ehrlich zu sein im Profil und generell, und das gilt natürlich auch nicht nur für dich, sondern auch für die Gastfamilie, denn ich habe auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass eine Gastfamilie sich in ihrem Profil anders dargestellt hat, als es dann wirklich im Interview rüberkam, oder was halt noch fataler, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist, wenn man dort ankommt, merkt, dass das, was sie einem erzählt haben, gar nicht stimmt. Und das ist wirklich für niemanden gut. Das ist auch noch nicht mal gut für die Gastfamilie selber. Die haben vielleicht gedacht, ach, wir stellen uns jetzt hier so und so da, damit die dann kommt. Aber wenn das, was gesagt wurde, nicht mit dem übereinstimmt, wie es im wirklichen Leben ist und einfach Unehrlichkeit herrscht, dann hat man von Anfang an kein Vertrauen aufgebaut, sondern das ist dann direkt Misstrauen, was entsteht. Und die Gastfamilie läuft dann halt auch Gefahr, dass man sie verlässt. Und umgekehrt ist es eben genauso. Du solltest dich wirklich so darstellen, wie du wirklich bist, was du anbieten kannst, was du nicht anbieten kannst, lässt du weg. Und wenn du dich eben so darstellst, wie du wirklich bist, dann weiß die Familie, aha, okay, so und so ist sie. Und dann kannst du sich überlegen, passt die zu uns, passt die nicht zu uns? Und dann musst du auch nicht großartig traurig sein, wenn sie dich ablehnen. Weil wenn sie dich ablehnen, dann bedeutet das, du passt einfach nicht zu denen, aber du passt besser zu einer anderen Familie. Und das ist wirklich nur gut für beide Seiten. Sich wirklich so darzustellen, wie man ist und nicht so, wie man denkt, dass die Familie einen haben möchte. Weil damit, man lebt ja am Ende des Tages in einem Haus zusammen oder in einer Wohnung und man kann sich nicht so lange verstellen. Genau, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mir eure Tipps in die Kommentare schreiben würdet, dann würde ich mich super freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für mehr Videos. Teilt dieses Video gerne mit jemandem, der auch Au-pair werden möchte und diese Tipps braucht. Und ich habe ansonsten noch viele tolle Videos auf meinem Kanal, überwiegend auf Englisch. Aber ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch noch ein paar von meinen anderen Videos schaust. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!